Leute, heute habe ich mal wieder meinen Käsemonat für euch, denn wir haben schon wieder den März. Meine Güte, wo ist die Zeit geblieben? Es haben sich auch ein paar gewünscht, dass ich auch am Anfang so eine Statistik mache, wie andere Booktuber. Deswegen werde ich euch jetzt hier mal was dazu einblenden. Und ich fange am besten gleich an mit dem ersten Buch. Das war nämlich Zerbrechlich. Für mich war das Buch natürlich sehr interessant, weil es hauptsächlich um ein Mädchen geht, um ein sehr junges Mädchen noch, dass die Glasknochenkrankheit hat, und ich wollte einfach mal wissen, ja, wie darüber berichtet wird, ob so eine Mitleidskacke wird oder eben doch eher positiv und voller Lebensfreude. Und es geht eben um ein kleines Mädchen mit Glasknochen, und das Buch ist wieder aufgeteilt in verschiedene Perspektiven, macht die Autorin ja ganz gerne, und so erfährt man eben die ganz privaten Gedanken, zum Beispiel von der Schwester oder der Mutter, Vater. Das hat mir wirklich gut gefallen, wenn man so einfach erfährt, was es für jeden Einzelnen bedeutet. Die Autorin bringt in dem Buch auch wieder ein sehr kritisches und kontroverses Thema auf den Tisch. Denn es geht darum, dass die Eltern von den Mädchen ihre Gynäkologin verklagen. Sie verklagen sie darauf, dass sie früher hätte erkennen müssen, dass das Kind eben eine Behinderung haben wird und sie so eben die Chance gehabt hätten auf eine Abtreibung. Man verurteilt natürlich dann sehr, sehr schnell die Eltern, aber man merkt eben auch, wie sehr die Eltern ihre Tochter lieben, und sie rechtfertigen diese Klage eben damit, dass sie mit dem Schmerzensgeld, was sie dann eben kriegen könnten, eventuell die teuren Therapien für ihre Tochter bezahlen könnten. Aber gleichzeitig würden sie dann also sagen, dass sie lieber abgetrieben hätten, statt ihre Tochter zu bekommen. Mich hat das Buch sehr bewegt, auch schockiert und dann wieder zum Nachdenken gebracht. Leider hat das Buch für mich zu viele Seiten. Also es wurde dann einfach ein bisschen zu viel. Es hat über 600 Seiten und ich hätte locker ja auf 100 verzichten können. Dann wäre es einfach mehr auf den Punkt gewesen, meiner Meinung nach. Mein englisches Buch diesen Monat war Will Grayson von John Green und David Levison. In dem Buch erzählen die beiden Autoren von zwei Jungs im selben Alter, die beide Will Grayson heißen, und die sind ziemlich unterschiedlich. Der eine Will Grayson ist ziemlich unscheinbar und lebt so nach dem Motto Don't care and shut up. Also er möchte in der Schule nicht großartig auffallen, und der andere Will Grayson ist depressiv und homosexuell. Ja, diese beiden Will Grayson treffen sich eines Tages zufällig und finden eben heraus, dass sie beide den gleichen Namen haben, kommen dann auch so ins Gespräch. Und nach dieser Begegnung ändert sich aber ziemlich viel in ihrem Leben. Wie so ziemlich in jedem Buch von John Green geht es also um Freundschaft, Liebe und Sexualität, die Highschool, wer man ist und wer man sein möchte. Es hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber es war jetzt einfach nicht so ein Highlight. Also im Vergleich zu anderen John Green Büchern oder so. Ja, ich bin einfach nicht mehr in dem Alter, glaube ich, und mache mir deswegen auch nicht unbedingt so viele Gedanken darüber. Aber ich denke, für jemanden, der vielleicht so 14, 15, 16 ist, könnte mehr mit dem Buch anfangen. Aber es war definitiv nicht schlecht. Dann habe ich als Rezensionsexemplar vom CBT Verlag Anna und der Schwalbenmann erhalten. Von dem Buch hatte ich euch ja auch schon in meinem Vorschauvideo erzählt. Wir befinden uns in der Zeit 1939 in Krakau, und die meisten von euch wissen natürlich, was zu dieser Zeit ungefähr passiert ist. Es wurden immer mehr Juden ja deportiert in Konzentrationslager. Und das passiert eben auch mit Annas Vater. Nun ist Anna ganz alleine. Sie ist, glaube ich, erst 7 Jahre alt oder 9. Nee, 7. Und ja, ist natürlich jetzt ganz allein auf sich gestellt. Und sie trifft dann einen Mann, den sie daraufhin nur den Schwalbenmann nennt. Sie begleitet ihn, denn sie weiß einfach nicht, wohin mit sich, und hat keinen, der sich um sie kümmern könnte. Sie schließt sich ihm also an, und gemeinsam sind sie dann auf der Flucht, auf Wanderung. Man kann das interpretieren, wie man möchte. Denn wie der Schwalbenmann sagt, stehen bleiben heißt gefunden werden. Und das wäre ja gerade im Fall von Anna eben nicht gut. Ihr merkt es vielleicht, mir fällt es ja schwer, über das Buch zu reden und es auch zu bewerten, denn es ist irgendwie so ganz anders als alle NS-Bücher, sag ich mal, die ich bisher gelesen habe. Also, falls jemand ein spannendes Buch über die Konzentrationslager oder über die Judenverfolgung lesen möchte, dann ist das Buch auf keinen Fall etwas, aber es ist trotzdem irgendwie total besonders. Also, der Schreibstil hat mir sehr gut gefallen. Er ist sehr bildhaft, und in fast jeder Aussage steckt
irgendeine Metapher, sodass man ja ganz eigene Sachen reininterpretieren kann. Ich weiß noch, früher in der Schulzeit habe ich das gehasst. Dieses Interpretieren, was könnte der Autor damit meinen? Aber nee, ich fand das hier eigentlich ganz schön. Es sind einfach sehr viele Fragen, die man für sich selber ja klären kann, über die man nachdenkt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das sehr viele nicht mögen, weil sie einfach gerne eine Antwort hätten. Es hat kaum Handlung, sag ich mal. Also, wie gesagt, man erfährt gar nichts über Judenverfolgung oder irgendetwas. Es ist sehr einsam und ja, es geht eben, wie der Titel sagt, um Anna und den Schwalbenmann. Und man möchte einfach nur wissen, wer oder was dieser Schwalbenmann ist, was es mit dem auf sich hat und ja. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Der Heine Verlag hat mir ein Überraschungspäckchen geschickt, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ich dachte erst, es wäre ein Versehen gewesen, aber nein, das Buch war tatsächlich für mich. Wir haben eben das Buch Mein bester letzter Sommer geschickt von Anne Freitag und ich habe mich sehr darüber gefreut. Denn es ist so eine richtige, ja, Herzschmerzgeschichte, wie ich sie auch schon, ja, zum Teil öfter gelesen habe und deswegen hat das Buch eben perfekt auf mich gepasst. Es geht nämlich um Tessa. Und Tessa hat ihr ganzes Leben schon durchgeplant, was sie wann machen möchte, ihre Karriere. Und hat deswegen die Dinge, die ein Teenager normalerweise tut, eben nach hinten verschoben. Doch jetzt hat sie nur noch wenige Wochen zu leben, denn sie hat eine sehr, sehr schwere Krankheit. Und sie hat eben das Gefühl, überhaupt nicht gelebt zu haben. Kann man sicherlich nachvollziehen. Sie trifft dann einen Jungen namens Oscar. Und Oscar... den hätte ich auch gerne. Und Oscar beschließt daraufhin, ihr einen letzten schönen Sommer zu schenken. Und sie machen daraufhin einen Roadtrip durch Italien. Eine total schöne Vorstellung, wie ich finde. Also von der Handlung und von den Konstellationen, sag ich mal, ist es jetzt nicht unbedingt was Neues. Wenn man so ein, zwei Bücher kombiniert, hat man ungefähr die Story und man weiß mehr oder weniger schon, worauf man sich einstellen kann. Wenn dann aber der Schreibstil gut ist und auch die Charaktere doch durchaus noch was Eigenes haben und auch sehr sympathisch sind, dann kann es auf jeden Fall ein gutes Buch werden. Und das ist meiner Meinung nach hier auch wirklich gut gelungen. Die Charaktere sind mir echt ans Herz gewachsen und ja, ich habe am Ende echt geheult. Es hat mich sehr mitgenommen, sage ich mal, aber es war trotzdem total schön. Gerade auch dieser Aspekt mit der Reise hat mir sehr gut gefallen. Die Beschreibungen von Italien. Man hat hier vorne noch eine Postkarte, vorne so eine Karte, wo sie lang gefahren sind. Und hinten, falls ihr das sehen könnt, hat man so die Playlist von den Liedern, die sie eben auf der Reise gehört haben. Finde ich auf jeden Fall auch eine coole Idee. Deswegen konnte ich dem Buch wirklich nur 5 Sterne geben. Ich habe zwar einen Mini-Kritikpunkt, aber ja, dafür konnte ich einfach keine Sterne abziehen. Ich fand es zum Teil etwas schnell mit den Beinen, also ja, aber gut, Tessa hat eben auch keine Zeit mehr. Im Februar habe ich das Buch gelesen, Das Geheimnis der Queenie Hennessy, der nie abgeschickte Brief an Harold Fry. Das ist die Fortsetzung zu diesem Buch hier, die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry. Deswegen kann ich euch natürlich nicht so viel zu der Handlung sagen, aber ich sage euch mal, ja, kurz worum es in dem Buch geht. Hier erhält ja Harold Fry einen Brief von Queenie Hennessy, der ihn wirklich sehr, sehr erschüttert. Er beginnt daraufhin ja seine ungewöhnliche Pilgerreise und läuft zu ihr hin, um sie nochmal zu treffen, um sie nochmal zu sehen. Wer den ersten Teil gelesen hat, war bestimmt genauso emotional gepackt wie ich. Und ja, ich wollte gerne noch ihre Sicht quasi lesen. Und die hat mich auch wirklich sehr, sehr mitgenommen und berührt. Ich würde schon empfehlen, dieses Buch auch noch zu lesen. Man erfährt einfach noch mehr. Es ist eine gute Ergänzung zu dem ersten Teil. Gerade auch, was Queenie Hennessy noch zu sagen hat. Sie beginnt eben einen Brief an Harold zu schreiben, in dem sie alles erläutert, ihm alles darlegt, was sie ihm nie sagen konnte. Und das ist wirklich sehr emotional. Weiter geht's. Eine wirklich positive Überraschung war für mich Schnee im April von Ellie Sharp, sag ich mal. Ich hätte nicht erwartet, dass mir das Buch so gut gefallen wird. Ich dachte, es wäre so ein typischer historischer Roman mit Familiengeheimnissen. War es zum Teil auch, aber ich fand einfach den Schreibstil ganz toll. Also die Geschichte spielt in Japan, in Osaka,
Das schafft ja nicht auch Detektiv Conan. Oh Mann, ey. Und es beginnt eben damit, dass die junge Mutter Miko ihre Tochter ihre Mutter Asako überlässt und daraufhin verschwindet. Fortan kümmert sich also die Großmutter um ihre kleine Enkelin Yuki. Das ist quasi so der erste Teil. Und in dem zweiten Teil des Buches hat man dann einige Rückblenden in frühere Generation dieser Familie. Die Autorin hat einfach ganz schön Japan beschrieben, die Kultur, die Umgebungen, das Essen. Also ich habe nebenbei total viel gegoogelt, um einfach noch ein besseres Bild zu haben. Also der Handlung würde ich 3 Sterne geben, weil es aber nicht so mega überraschend war, aber dem schreibe ich 5. Und deswegen bekommt das Buch insgesamt von mir 4 Sterne, was ja auch wirklich gut ist. Und gerade die kleine Yuki, ja, ich fand die so zuckersüß. Und habt ihr richtig in mein Herz geschlossen. Also für alle Japan-Fans kann ich dieses Buch wirklich nur empfehlen. Dann habe ich noch 2 Bücher von der Autorin Eva Stachniak gelesen. Es handelt sich dabei auch um historische Romane. Und sie spielen 1744 in Russland. Es geht um das junge Dienstmädchen Varvara. Sie ist aber nicht nur ein Dienstmädchen im Palast von der Kaiserin Elisabeth. Nein, sie ist auch ihre Spionin sozusagen. Und sie wird beauftragt, die junge Sophie von, habe ich es vergessen, aber der späteren Katharina der Großen, ja, zu bespitzeln, sich mit ihr anzufreunden, ihre Geheimnisse rauszufinden. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil auch hier dachte ich wieder, ach, das ist so ein typischer, historischer, dramatischer Roman. Aber nein, es ist schon fast ein Spionage-Roman voller Intrigen und Geheimnisse und das hat mir echt gut gefallen. Also ich fand die Wendungen echt spannend und deswegen 4 Sterne von mir. Die Fortsetzung, die Zar in der Nacht, habe ich dann auch noch gelesen, hat mir leider nicht mehr ganz so gut gefallen. In die Zar in der Nacht ist dann Katharina die Große an der Macht und ja, ich fand das Buch auf 2 Kunden nicht mehr so schön. Erstens, weil die ersten 150 Seiten nur eine Zusammenfassung vom ersten Buch sind und zweitens war mir der Fokus einfach zu sehr auf den vielen Liebschaften und Liebhabern von Katharina der Großen. Und ganz ehrlich, das war einfach dann nicht mal so meins. Also, das war dann wieder so typisch, sag ich mal. Oh, ich muss gleich immer was essen. Ich laber hier schon wieder so lange. Oh Gott, schaut euch mal an, wie schlimm vergilbt, kann man das ja schon nicht mehr nennen. Das ist ja orange, dieses Buch. Aber ist auch schon sehr, sehr alt. Ja, ich habe endlich mal Der kleine Hobbit gelesen. Ja, ich als Nicht-Fan von der Hobbit-Reihe, Herr der Ringe ist auch nicht so ganz meins. Da bin ich eingeschlafen. Aber ich war auch noch sehr jung, als ich die Filme gesehen habe, zu meiner Verteidigung. Deswegen dachte ich mir, ach Laura, liest du doch jetzt mal Der kleine Hobbit. Es geht um den Hobbit Bilbo Beutlin. Er führt ein sehr gemächliches Hobbit-Leben. Als dann eines Tages Gandalf und einige Zwerge beim Auftauchen können sie ihn überreden, gemeinsam mit ihnen auf ein Abenteuer zu gehen. Er soll nämlich für sie den Zwergenschatz zurückerobern, den der Drache Smaug gestohlen hat. Das Ganze ist eben eine kindliche Abenteuergeschichte. Also ich fand den Erzähler auch durchaus amüsant, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht meine Welt. Also ich fand's gut, aber ist auch nicht so der Renner. Tut mir leid für alle Fans. Entschuldigung. Hatet mich jetzt nicht. Oh Gott, jetzt. Zuletzt habe ich dann noch den, seht ihr mich überhaupt noch, den 6. Teil von Das Lied von Eis und Feuer gelesen. Dieser Band hat jetzt über 800 Seiten, sehr, sehr dick und schwer, aber ich habe mich jetzt mal aufraffen können, ihn zu lesen, weil ich ja schon gerne mit der Reihe weitermachen möchte und er hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Ich mag einfach das Lied von Eis und Feuer, beziehungsweise die Game of Thrones Reihe ganz gerne, auch wenn die Serie mittlerweile ganz anders ist als die Bücher und ich deswegen immer mehr verwirrt bin. Das ist schon blöd, wenn man das parallel liest, muss ich sagen. Aber okay, dann muss ich jetzt durch. So, das war jetzt mein langer Lesemonat. Ich hoffe, ich habe alles gefilmt, denn meine Kamera geht alle 2 Minuten aus. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe Angst, dass die kaputt geht. Schreibt mir doch wieder eure Highlights des Monats in die Kommentare oder euer Flopbuch. Mein Flopbuch war ja, wie gesagt, die Tage in der Nacht. Wir sehen uns dann im nächsten Lesemonat wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao.